Galera-Cluster-Vortrag gibt es noch eine schöne Tabelle, wo die beiden Lösungen verglichen werden. Müsst auf jeden Fall kommen. Okay, wenn man sich, es geht um Möglichkeiten, wie man mit MySQL sowas wie Hochverfügbarkeit hinkriegen kann oder will. Da gibt es mehrere Approaches. Wenn man von Hochverfügbarkeit spricht, kann man so zwei Perspektiven berücksichtigen. Das eine ist, die Daten sollen redundant sein, also da, und der Service soll da sein. Klassischerweise gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie man das versucht hat oder zu realisieren meint mit MySQL. Die älteste Lösung baut auf Replikation auf. Also eine klassische Replikation, für die es nicht wissen ist, es gibt einen Master, also einen SMySQL-Server, der loggt seine Dateien in Binlog rein, also, und diese werden dann bei der asynchronen Replikation vom Slave geholt. Das ist eine Lösung, bei der der Slave, also der Rechner, der die Daten sich holt, im Read-Only mitbenutzt werden kann. Das heißt, man darf lesen darauf zugreifen. Es ist eine sehr gute Möglichkeit für Read-Scale-Outs. Also eine der großen Stärken von MySQL historisch, oder da, wo MySQL eben auch sehr viel Marktmacht gekriegt hat, war eben gerade Replikation und Read-Scale-Outs. Also das hat man bei ganz vielen Sachen gesehen. Eine Möglichkeit daraus, eine HA-Lösung zu machen, ist an Master eine VIP zu hängen. Mittlerweile Pacemaker. Und wenn da was kaputt geht, dann sollen sie rüber switchen. Die Replikation soll auf jeden Fall gekillt werden. Und das ist so dann die Hoffnung, okay, die Daten sind eh schon auf dem anderen Rechner und der Service, die Transaktionen können nicht gerettet werden, wir sind nicht Oracle, das ist kein Rack, das ist keine Rack-Lösung. Und damit bleibt der Dienst erstmal verfügbar. MySQL kennt zwei Replikationsmöglichkeiten. Klassischerweise ist das die asynchrone Replikation. Bei der asynchronen Replikation schreibt der Master nur in seinem Binlog, und dem ist es relativ wurscht. Er hat kein Wissen von Slaves. Ihm sind die Slaves total egal. Und die Slaves selbst, ja, und die holen sich dann eben die Daten. Also connecten sich und sagen, schick mir den Dump bitte rüber. Wenn man darauf eine Hochverfügbarkeitslösung aufbaut, hofft man, dass alles klappt. Weil mehr kann man nicht hoffen. Denn dass die Daten nicht synchron sind, damit muss man rechnen. Man darf nicht vergessen, Replikation ist immer ein Single Thread, das heißt, bei hoher Last muss das ja auch mit aufschließen. Eine andere Möglichkeit, die es jetzt gibt, ist die semisynchrone Replikation. Damit ist gewährleistet, wenn man nicht in Timeout reinkommt, also auch das ist nicht ganz sicher, dass zumindest die Daten beim Slave im Relay Log sind. Also wenn die Daten, das ist ein Scheißding, wenn die Daten im Relay Log sind, heißt noch lange nicht, dass sie das Slave selber appliziert hat. Das ist aber das, was Replikation, also was die Standard-MySQL-Replikation im Augenblick anbietet. Und das Problem bei semisynchroner Replikation ist, wir hatten ja vorhin die Idee, mehrere Master, viele Slaves. Selbst wenn wir nicht in Timeout reinkommen, wissen wir nur, dass einer dieser Slaves die Daten hat. Die Frage ist natürlich dann, wenn wir so ein Failover machen wollen, welcher ist das? Wenn wir ein Failover machen wollen, wie gehen wir mit Deltas um? Es gibt so Lösungen wie MMM. Ja, ich finde die Lösung ziemlich bescheuert. Aber bei der Lösung geht es um Verfügbarkeit, nicht darum, dass die Daten konsistent sind. Also MMM ist eine klassische, die Daten, der Service verfügbar Lösung. Eine andere Möglichkeit ist, das über einen SAN zu erledigen, sei es, dass man unten ein DAWD nimmt, also ein RAID 1 übers Netz oder ein SAN. Da hat man meistens zwei, oder na, eigentlich hat man zwei Knoten. Einer davon läuft, weil es ein Shared Storage ist, und ein anderes eben ein Standby. Kein Hot Standby, sondern es ist ein Standby. Ist, was Scale-Out betrifft, nicht ideal. Es sei denn, man hängt hier nochmal Slaves dran. Aber hier ist auf jeden Fall ein Rechner, der dümpelt da vor sich hin. Beim Failover muss man achten, also eine Lösung braucht eine transaktionale Engine. Man kommt auf jeden Fall in Recovery rein. Recovery geht mittlerweile relativ schnell mit MySQL, aber heißt zumindest, dass der Service eine längere Zeit nicht verfügbar ist, als wenn man eine funktionierende Replikationslösung hat. Also, oder DRBD.
Jetzt gibt es einen ganz anderen Approach. Das Topic heißt ja eigentlich Hochverfügbarkeit als Storage Engine. MySQL selbst ist relativ modular aufgebaut, im Sinne von, es hat eine API, wo man relativ viel dran flanschen kann. MySQL, ja, das Konzept, das ist das Wichtigste der Storage Engines, hat also verschiedene Möglichkeiten, Daten abzuspeichern. Nicht nur transaktional, als MyISAM und so weiter, das werden wir ein paar Sachen vorstellen. Es gibt die Möglichkeit, über ein Authentication-Plugin verschiedene Authentifizierungsmethoden zu benutzen. Man kann fürs Information Schema was schreiben. Bei Replication, die semisynchrone Replikation, nutzt auch dieses Plugin. Das heißt, man kann da relativ viel machen. Und wir beschäftigen uns mit der Storage Engine. Das möchte ich gerne unterteilen in zwei Topics: lokale Storage Engines. Also, wenn ich mit MySQL eine Tabelle erstelle, mache ich mal ein Create Table. Und hinten, das, was nach Engine-Typ kommt, das sagt mir, ja, was ich eigentlich für ein Datenbucket benutze, also wo ich meine Daten abspeichere. Mittlerweile ist seit der 5.5 InnoDB Default. Also das sind dann Sachen, die kommen dann lokal auf SAN, kann auch NFS sein, aber eigentlich ist das ein lokaler Engine. Und das Schöne an diesem Konzept ist, ich kann verschiedene Storage Engines benutzen mit verschiedenen Fähigkeiten. Der Klassiker ist, ich habe den Lauf vergessen, da wollte ich was anders machen. Ist InnoDB ExtraDB. ExtraDB ist ein Branch von InnoDB, das ist die transaktionale Engine. Darauf sollten alle Standard-Applikationen laufen. MyISAM und ARIA sind eben, MyISAM ist total veraltet, aber die können nicht nur Full-Text-Engine, also die können, es gibt ein Full-Text-Plugin auch noch, können darüber angesprochen werden. PBXT, ich habe gehofft, dass ein paar Leute da sind. PBXT ist eine total tolle Engine, die wird nicht mehr unterstützt, die wollte ich aber erwähnt haben. Und ein schönes Beispiel sowas wie OQGraph. OQGraph ist eine Graphen-Engine, das heißt, man kann mit MySQL seine Daten in eine Tabelle ablegen und kann quasi wie bei Graphen-Engine Distanzen messen. Da braucht man keinen für kleine Projekte kein Neo4j. Eine andere Möglichkeit ist aber, ich kann auch mit Tabellen erstellen, die Wirklichkeit remote auf etwas zugreifen. Da geht es relativ schnell durch. Der Klassiker ist Federated X. Ist in MySQL, heißt es Federated, ist deprecated. In MariaDB ist es Federated X, das ist also aktuell. Wenn man sich das hier unten anschaut, sagt nichts weiter. Also hier ist die Engine Federated, daraus sage ich, ich benutze jetzt diese Storage Engine und ich greife auf einen ganz anderen Rechner zu. Sowas wie so ein Database-Link ohne lokale Daten. Also ich greife auf der Tabelle zu, aber die auf einem anderen Rechner. Das in groß ist SpiderSE. Da kann ich jeder Partition quasi einen anderen Rechner zur Verfügung stellen. Hat Server-Pushdown, heißt im Prinzip, habe ich hier links lokal eine Tabelle und ich kann de facto auf 1 Terabyte an heißen Daten im Speicher zugreifen. Die sind auf mehrere Rechner verteilt. Ich kriege damit aber auch einen Join hin. Also das rechts wäre ein klassisches Sharding. Aufgrund der Tatsache, dass ich vorne eine Tabelle habe, kann ich einen Join machen über verschiedene Charts. Auch sehr schön. Aber interessiert uns ja gar nicht. Ich wollte nur sagen, was alles geht. Uns interessiert NDB. Also der klassische Cluster, Network Database. Wird genauso erstellt wie alles andere, nur Engine NDB dahinter. Wie sieht's aus? Wenn eine MySQL-Datenbank sich verbindet mit einem Cluster, kann man sich vorstellen, die verbindet sich mit so einer Cloud-Applikation. Was wird schon mal erledigt? Der Witz ist, dieser Teil, das ist die quasi, vereinfacht mal die Storage Engine, und das ist der Teil, der auch hochverfügbar ist beim MySQL Cluster. Es gibt ein paar wichtige Sachen. Number of Replicas sagt, wie oft sollte ein Datensatz vorhanden sein, das heißt, die Menge der Rechner wird eben durch 2 geteilt in entsprechenden Node Groups und jeder Node Group wird eben abhängig von der Anzahl hier, werden die Daten mehrmals vorgehalten. Das heißt, der Klassiker ist Number of Replicas 2. Laut Doku könnt ihr auch 3 und 4 nehmen, würde ich aber niemandem empfehlen, weil das keiner benutzt. Das heißt, das ist ein Code-Path, der nur Fehler schmeißt.
Aber wir haben jetzt eine Redundanz von 2. Was ist das? Es ist Network Storage, okay. Es ist eine Speicherengine. Wenn man es genau nimmt, kann Cluster auch auf Festplatte schreiben. Das ignoriere ich hier, weil der Mehrwert dadurch wieder verloren geht. Also es geht mehr, aber ich möchte NDB jetzt nur als Speicherengine vorstellen, weil das ein Alleinstellungsmerkmal ist, quasi die Daten auf mehrere Notgroups zu verteilen und sind immer im Speicher. Das wird auch nicht weggenommen. Shared Nothing heißt in dem Fall, anders als zum Beispiel im SAN, gibt es keinen Punkt, der kaputt gehen kann, dann ist der ganze Cluster unten. Das ist ein eigener Rechner, das ist ein eigener Rechner und der kann abhauen, der kann abrauchen. Im Prinzip haben wir hier 3 Notgroups, können hier 3 Rechner abhauen, also abrauchen, es passiert nichts, die Daten sind trotzdem da. Mit Split-Brain haben wir uns noch gar nicht beschäftigt. Die versprechen eine ganz hohe Verfügbarkeit, dazu sage ich jetzt nichts. Es ist gut, wie ein InnoDB, asset-konform. Der Transaktionslevel, den ich damit kriege, ist read-committed. Also wenn ich eine Applikation habe, die repeatable read braucht, geht das damit nicht. Es hat ein Role-Locking, das heißt, man kriegt eine sehr hohe Concurrency auf Tabellen hin. Und die Art und Weise, das werden wir nachher nochmal genauer uns anschauen, wie man dafür sorgt, dass die Daten redundant sind, geht über ein Two-Phase-Commit, was wiederum für die Latenz teilweise verantwortlich ist. Es kann so Sachen wie Foreign Keys nicht. Was das Schade an MySQL ist, MySQL hatte mal für die 6.0 die Idee, Foreign Keys im Server zu erledigen. Also das heißt, der MySQL-Server selbst macht Foreign Keys und die Storage Engines müssen dann keine Foreign Keys mehr implementieren. Ich glaube, der Workload ist jetzt auf jeden Fall draußen. Das wäre natürlich eine nette Idee gewesen, wenn ich mir als Storage Engine personell schreiben muss, mir darüber keine Gedanken mehr machen muss. Im Großen und Ganzen muss man sich NDB als Key-Value-Store vorstellen. Und gerade im neuen NoSQL-Kontext kommt es nochmal ganz groß hoch als Key-Value-Store. Heißt aber auch, ich kann eine klassische Applikation, die ich habe, die gegen meine rationale Datenbank läuft, die mit vielen Joins arbeitet, vielen Scans arbeitet, eigentlich nicht 1:1 rüberschieben. Da werdet ihr höchstwahrscheinlich auf die Schnauze fliegen. Heißt, NDB ist ziemlich gut für Lookups, auch für parallele Scans. Aber schon bei komplexeren Joins macht das keinen Spaß mehr. Das werden wir uns nachher mal kurz anschauen. Aber wenn ich das wechseln wollen würde, ich mache mal ein Alter Table und sage, jetzt habe ich eine neue Engine und dann würde quasi vom lokalen Storage in NDB das in meine Cloud Storage NDB, das Wort gefällt mir, rüber transferiert werden. Das ist eine Art und Weise, per Default macht es ein Hash-Partitioning, das bedeutet, ich mache mal keine Gedanken, ich schmeiße die Daten rein und die Daten werden dann über die Node-Groups verteilt. Fertig. Der Vorteil hiervon ist, NDB oder MySQL Cluster hat einen sehr hohen Durchsatz, hat eine hohe Latenz. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, eine lokale Applikation da Queries zu machen und ich habe das lokal bei NDB auf dem Cache und das mit MySQL Cluster zu vergleichen, wird MySQL Cluster verlieren. Der Vorteil von MySQL Cluster ist Durchsatz, das ist keine Latenz. Der Vorteil von MySQL Cluster ist so Sachen wie, dass man schreibintensive Sachen auf mehrere Rechner verteilen kann. Also Node Groups. Der Vorteil von MySQL Cluster ist, dass ich hier vorne mehrere MySQL APIs dranflanschen kann, die greifen auf dieselben Daten zu. Das heißt, da wo mein MySQL Server selbst schon Bottleneck ist, kann ich mehrere daneben hauen. Also im Großen und Ganzen wird man es nicht schaffen, mit einem MySQL Knoten irgendwelche NDBs in die Knie zu zwingen. Also das bietet sich dafür an. Man muss sich eben keine Gedanken machen, wie ich mit Replikation oder sonst was die Daten rüberkriege. Es sind immer dieselben Daten. Gut, Scale-Out, das ist die einzige Lösung, mit der man einen Write-Scale-Out kriegt. Wir werden morgen über Galera sprechen. Das hat einen begrenzten Write-Scale-Out. So will ich es nicht benutzen, aber das ist auch eine sehr gute Lösung. Wenn man sich mit MySQL Cluster beschäftigt, wird es relativ kompliziert im Vergleich zu anderen Lösungen, weil man hat ein Konglomerat aus 3 Komponenten. Die erste Komponente sind die Datenknoten. Da steht in Klammern MT, steht für Multithreaded. Das wird in der nächsten Version wieder rausgenommen. Klassischerweise ist das ein Single-Thread-Prozess. Der skaliert nicht auf vielen Cores. Jetzt haben sie also NDB MT genommen. Müsst ihr auf jeden Fall nehmen.
Ab in der nächsten Version ist die Binary von vornherein multi-threaded. Und die Knoten kümmern sich um die Partitionierung, um die Redundanz. Das passiert alles hier. Hier ist auch unser Two-Phase-Commit, was noch kommt. Wenn Failover passiert, heißt, wenn hier ein Knoten rausfliegt, wird sich hier drum gekümmert. Man greift nur dann auf Management-Knoten in der Mitte zurück, wenn man Split-Brain hat, also wenn man nicht mehr weiß, ob man nicht Split-Brain davor bewahrt ist. Stellen wir uns mal vor, hier sind drei Rechner weg, das heißt, man hat hier kein Quorum mehr und dann braucht man einfach noch jemanden, der das entscheidet. Dafür dient klassischerweise der Management-Knoten, aber man kann auch die MySQL-Knoten nehmen. Maximal 48 Knoten. Das heißt, bei Number of Replicas hat man 24 Node-Groups. Bedeutet, wenn man 100 Gigabyte hat, hat man 2,4 Terabyte, die man der Applikation zur Verfügung stellen kann im Speicher. Der Management-Knoten, der ist sehr wichtig am Anfang, wenn der Cluster hochfährt, weil der übernimmt die Konfiguration des Clusters. Der definiert, wer ist denn überhaupt alles im Cluster drin, wer darf denn da rein. Er konfiguriert nicht den MySQL-Server, was er vom Bufferpool hat. Er sagt nur, du darfst hier rein und er ist aber für die Management-Knoten der Konfigurationsserver. Da steht drin, so groß ist dein Index, den du benutzen darfst. Und das dritte sind die MySQL-Knoten. Und was die machen, wenn sie sich verbinden mit MySQL-Cluster, die SQL-Befehle werden in das ABI-Protokoll übersetzt. Heißt aber auch, klassischerweise, wenn ihr euch das runterladet von DevMySQL, könnt ihr nicht MySQL-Versionen benutzen, die da runtergeladen werden, also als klassischer Community-Server, sondern ihr müsst den MySQL-Server nehmen, der mit dem Cluster mitkommt, weil ihr nämlich diese Library oder dieses Plugin braucht zum Übersetzen. Heißt aber auch, ihr könnt den Cluster auch direkt ansprechen, das ist ein Key-Value-Store. Ihr könnt ihn auch über, es gibt eine Memcached-API jetzt, ihr könnt es auch über Memcached ansprechen. Wir versuchen jetzt das quasi als hochverfügbaren Key-Value-Store auch zu verkaufen. Und ja, jetzt gehen wir weiter. Wie sieht so eine Node-Group aus? Also wir haben ja vorhin kurz gehabt, Number of Replicas sagt, wie oft soll der Datensatz im Cluster vorhanden sein. Bei 2 haben wir hier 2 Rechner und die Daten werden, also sind zwar vorhanden, einmal sogar Primary, ich nenne es immer Copy, ist nicht so ganz richtig, aber es passt, Primary Copy und als Secondary Copy. Und was man wissen muss, ist, wenn der darauf zugreift, also wenn darauf zugegriffen wird, Lesen geht auch immer nur um Primary Copy. Das heißt, es läuft immer über den Primary. Also mag sich ja vorstellen, dass wenn ich hier auf dem Rechner bin und auf die Daten zugreifen will, dass ich das auf demselben Rechner mache. Nee, ich muss immer auf einen anderen Rechner, nochmal durch Latenz durch. Gut, wenn jetzt hier einer der beiden Rechner hier ausfällt, hier sehe ich Primary und damit hier aus dem Secondary der Primary. Also der hat den Lead, ist quasi so ein Gating, also durch das Gate muss man kommen. Wie sieht ein Two-Phase-Commit aus? Das erste neue Transaction Coordinator, der MySQL-Server, verbindet sich. Über Round-Robin hat er geht auf einen Rechner, der koordiniert das. Und der koordiniert die ganzen Abfragen. Also er würde auch die anderen Knoten, die würden alle über ihn koordiniert werden. Und ein Two-Phase-Commit funktioniert so. Wenn ich hier was ändern will, schicke ich einen Prepare an die erste, an die primäre Copy und an die Secondary. Und die gibt dann zurück, ist okay. Wir garantieren dir auf dem Commit, dass die Daten auch geschrieben werden. Das heißt, das ist ein Rechner, das ist der nächste Rechner. Ne? Latenz im Hinterkopf behalten. Und dann kommt ein Commit in die andere Richtung. Wenn das fertig ist, sind wir uns ganz sicher, dass wir in beiden Rechnern die Daten haben. Also hochverfügbar. Heißt natürlich auch, dass das so ein Scheißding ist. Sorry. Ist das für Riesen gemacht? Oder? Nee, ich möchte gerne meckern. Ich finde es ja cool. Ich habe es auch falsch gemacht. Die Latenz ist ganz wichtig. Ein einfaches Beispiel, ob ich jetzt hier eine einfache Tabelle, egal wie groß, 100.000 Insets habe ich quasi hier in InnoDB, ja, 8 Sekunden gebraucht. Ein Cluster das reinzuschieben, ja, hat eine Minute 47 gedauert. Ist logisch, wir haben hier eine Latenz. Ich habe gerne die Hände frei, ist natürlich jetzt doof.
Das kostet. Und ganz wichtig, ich will das behalten, weil ich brauche die Hände immer, ich muss rumfummeln in der Luft. Und trotzdem ist die Lösung ist die ganz gut. Man darf nur nicht vergessen, man darf nicht auf die Idee kommen, einzelne Queries zu vergleichen. Bei einzelnen Queries ist MySQL Cluster einfach viel schlechter. Okay, was ist aber einer der Vorteile? Der Vorteil ist, wenn man eine DB hat und man hat sehr schreibintensive Jobs, hat man irgendwann Disk-IO-Probleme. Irgendwann gibt es ein Problem, dass dein Disk-IO nicht damit rumkommt. Und was Cluster für dich macht, ist im Prinzip das zu schaden. Das heißt, deine Schreiblast wird verteilt auf viele Rechner. Bedeutet auch, dass man keinen einzelnen Bottleneck hat, der nicht nachkommen kann. Das parallele Skalieren von Updates. Es geht viel einfacher, schreibende Sachen parallel in Cluster reinzuschieben und damit unterm Strich einen höheren Durchsatz zu kriegen, als mit einer Single-Node-Lösung. Genau. Wenn man sich überlegt, das hatten wir ja vorhin die kurze Rechnung, wenn es aber der Speicher ist, kann man also, wenn man nicht genug Speicher hat, einfach einen neuen Knoten dazuführen, also zwei in dem Fall, also ein Data-Node, und hat dann mehr Speicher. Dazu kommen wir später, man kann nicht das alles auch wunderschön online machen. Und ich kann wunderschön auch hier vorne scalen. Ich kann auch MySQL-Knoten dazu schmeißen und die können sich dann connecten. Selection komplizierter. Was immer geht, hier ist unser Transaction Coordinator. Einfache Lookups haben ihre Latenz, die gehen. Was man nicht vergessen darf, MySQL macht eigentlich Nested Loop Join. Das heißt, wenn ich einen Join mache, habe ich eine Tabelle und für quasi vereinfacht jeden Eintrag mache ich einen Lookup auf die andere Tabelle. Das ist natürlich bei einer Lösung mit Netzlatenz extrem ungünstig. Was aber relativ gut geht, wenn ich einen Scan mache auf eine Tabelle. Ein Scan auf eine Tabelle wird nämlich über den Transaction Coordinator automatisch parallelisiert. Heißt jetzt folgende Idee. Also warum ist es für Scans gut? Wenn ich auf einem Rechner bin und der Speicher reicht nicht, ich habe die meisten Daten auf der Festplatte, ist es schneller im Cluster parallel den Speicher durchzurödeln, als auf I.O. vom Subsystem zu warten. Also das kann ein Workload sein, da muss man ein bisschen rumspielen, wo das ganz gut ist. Gut, und Pushdown-Joins kommen auch. Es gibt bestimmte Möglichkeiten, wo eben MySQL-Cluster nicht, also bei einfachen über Binary-Key-Joins, nicht für jeden Key runtergeht, sondern die ganze Abfrage runterschickt. Und das kann man jetzt hier sehen. Was hier gemacht wurde, wir haben UNDB 5.5.20 genommen, die letzte Version vom Cluster und die aktuelle. Und das ist jetzt eine Abfrage, da wird 100.000 Mal quasi uniform, also gleich verteilt, ich gehe davon aus, dass random da uniform ist, wird eine Abfrage einfach ausgeführt. InnoDB, ja, schneller, ist im Speicher gewesen, es gab keinen, ist alles im Speicher. Und das ist auch kein Argument für Cluster. Wie gesagt, einzelne Abfragen sind damit langsamer. Der Witz ist, man müsste das mal parallel machen, dazu kam ich nicht. Ein Join über einen Primary Key, das ist das Entscheidende. Hier der Unterschied. Server Push hat dafür gesorgt, dass man quasi nicht jedes Mal für jede Row einen anderen Knoten ist, sondern hat die ganzen Abfragen auf einmal runtergeschickt und sich dann zurückgeholt. Heißt aber auch, dass ein richtiger Performance-Gewinn da ist. Eine andere Sache, man macht da einfach wieder einen Join und das auch 100.000 Mal. Da sieht man auch bei einfachen Joins, die Netzwerklatenz haut einfach rein. Und das ist noch eine relativ einfache Join-Abfrage. Aber man hat viele Applikationen, da hat man kompliziertere Joins. Das soll auf jeden Fall, da kann man parallelisieren, was man will. Cluster ist nicht für Joins gemacht. Für einfache ja. Aber schon das ist kein einfacher Join mehr. Also das ist dann der falsche Approach. Wenn ihr eine klassische Applikation habt und wollt sagen, ach, ich will es so verfügbar machen, ich mache ein Alter Table und die Applikation macht weiterhin ihre Joins, werdet ihr unheimlich viel Geld. Cluster Support ist, wenn ihr das auf kommerziell kauft, teuer. Richtig teuer. Werdet ihr auf jeden Fall baden gehen. So. Was man noch erwähnen muss, ist,
NDB Cluster ist die Hochverfügbarkeit der Datenknoten. Es ist nicht die Hochverfügbarkeit der MySQL-Server. Da müsst ihr euch selbst drum kümmern. Das ist euer Problem. Load Balancer wird gehen. Konnektoren können das. JDBC, Connector, J, das ganze Zeug da heißt, da kann man mit angeben. Bist du da? Wenn nicht, gehe ich zum nächsten. Man kann auch mit Pacemaker und WIPS rumspielen. Das ist, hier geht es darum, darauf hinzuweisen, nicht die Lösung zu liefern. Das heißt, welche Use Cases haben wir? Viele kleine Transaktionen. Key-Value-Lockups, wenn ich ganz sicher gehen will, dass die Daten hochverfügbar sind. Also das wurde für Telcos entwickelt. Die Hochverfügbarkeit ist schon sehr wichtig. Aber auch die ist nicht immer gegeben. Vielleicht können wir noch nachher versuchen, eine Diskussion dazu, wann man das nicht haben will. Also warum vielleicht NDB nicht die richtige Lösung ist. Und um jetzt das, was jetzt später kommt, also in die Hell-Configuration einzugehen, nochmal kurzen Hinweis, wie sieht so ein Speicher aus? MySQL, also NDB, hat, wenn man was abspeichert, im Prinzip zwei Buckets, Index-Memory und Data-Memory. Die müssen auch separat konfigurieren, das sind fixe Arrays. Wenn es dann voll ist, dann steht er. Im Index-Memory sind die Unique und die Barmy-Key-Indices. In Data-Memory haben wir die Daten, die normalen Indizes, und aber auch von jedem Binary Unique Ing so eine Art Order, so ein Shadow, also Shadow Index. Pages stick machen wir das mal nicht. Und das Wichtige ist, stellt euch das immer vor, der Cluster ist wie so ein Fixed Array. Und wenn man bei einem anderen, ich glaube bei MySQL in NodeDB hat einen Bufferpool und der reicht nicht, wird ausgelagert. Hier wird nichts ausgelagert, der bleibt im Speicher. Wenn der Array voll ist, ist er voll. Dann müsst ihr einen Rolling Restart machen. Dann steht die Applikation, da kriegt ihr einen Schema-Error oder sonst was. Zum Rolling Restart kommen wir noch. Heißt, ihr müsst da unheimlich viele Sachen Rücksicht nehmen. Also wir können Index-Memory definieren, Data-Memory, sowas wie String-Memory. Also im Prinzip, wie viel Platz habe ich denn für Tabellennamen? Wenn das nicht reicht, kommt so eine Sache wie Auto-String-Memory, Permanent-Error, Schema-Error. Dann müsst ihr den Wert ändern und Rolling Restart machen. Ich kann, sollte definieren, wie groß ist die Anzahl denn der Indizes, wie viele Tabellen, Spalten, sonst was will ich haben, nicht Rows. Selbst so Sachen wie, wie viele Unique-Indizes sind denn erlaubt. Ich kann sowas kann ich hitten. Wenn ich das hitte, ist erstmal Ende Gelände. Aber auch so Sachen wie Operation Records, also der Transaction Coordinator, den wir gesehen haben, wie viele Rows dürfen eigentlich angefasst werden. Ich kann natürlich diesen Wert ganz hoch setzen, was darf man nicht vergessen, ich habe jedes Mal ein Kilobyte dafür, ist vielleicht nicht viel, aber kann sie summieren. Heißt, wenn ich eine lange Transaktion mache, kann es sein, dass die zurückfällt, weil ich mein Maximum gestriffen habe. Unten ist ein kleiner Befehl, das könnt ihr euch beim Slides dann mal anschauen, wie ich das abfragen kann. Für dieses ganze Zeug brauche ich einen Rolling Restart, den wir noch behandeln. Und was ich aber noch sage, was aber ganz wichtig ist, obwohl es ein Memory Engine ist, ist die Disk, ist I.O. auf Disk sehr wichtig. Ich habe sogar zwei vollständige Sätze hingekriegt. MySQL schreibt in Disk Checkpoint Speed, das soll das hier dann sein. Data Memory, wir hatten ja vorhin Index Memory und Data Memory. Die Indizes werden eh neu aufgebaut, wenn der Cluster hochfährt. Also die Daten werden in der Geschwindigkeit auf die Festplatte geschrieben, nennt man das einen Local Checkpoint, also es gibt zwei Local Checkpoints, die das quasi reihum macht. Gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Und das bedeutet, in der Geschwindigkeit werden die ganzen Daten auf Festplatte geschrieben, das heißt, wir haben I.O. Und dann wird Time Between Checkpoints, wenn wir uns gleich anschauen, per Default 20 Megabyte, wird an Änderungen gewartet, also obwohl der Time steht, ist es Megabyte, und dann wird der nächste gemacht. Und was ganz wichtig ist, wo man auch darauf achten muss bei der Konfiguration, man hat ein Redo-Log-File. Das Redo-Log-File das Redo-Log-File ist die Multiplikation von Number of Fragment Logs mal Fragment Log-File Size, steht da. Und das muss groß genug sein, also die Änderungen, die in der Zeit passieren, wo ich zwei Local Checkpoints mache, mit dem dazwischen, die müssen alle hier drinnen Platz haben. Bedeutet, wenn ihr eine Applikation habt, die unheimlich viele Updates macht
Und hier kommt hier ein Limit dran, steht die Applikation, weil hier kann nicht weitergeschrieben werden. Das muss jetzt fertig geschrieben werden. So einen Fehler werdet ihr auch ganz oft sehen. Ich muss es nur wissen. Also nach einer Zeit gewöhnt man sich ja daran. Aber wenn man das irgendwie anfängt, dann kauft man riesige Kisten und wundert sich, warum die Sachen nicht klappen. Und die Fehlermeldungen sind auch meistens irritierend. Okay, also ganz wichtig, BizKIO ist wichtig und wir haben extrem viele Konfigurationsparameter, die nicht dynamisch sind. Eigentlich vereinfacht alle. Jetzt die Frage, wie bringe ich denn sowas zum Laufen? Das Ding besteht aus 3 Komponenten. Die wichtigste Komponente ist die Config-Ini. Die wird vom Management-Daemon verwaltet und wie vorhin erwähnt, definiert sie, wer Mitglied ist. Und konfiguriert die Teilnehmer. Genau genommen werden sogar die, eigentlich nur die, also was die Konfiguration betrifft, werden die Datenknoten definiert. Das heißt aber auch, seht ihr gleich, dass wenn man Cluster hochfährt, man auf die Reihenfolge achten sollte. Wenn man keine Option benutzt, muss man genau darauf achten, dass zuerst der Managementknoten oben ist. Weil der Managementknoten weiß, wer zum Cluster gehört. Und erst wenn der Managementknoten oben ist, können sich die Datenknoten verbinden. Und dann die MySQL-Server. Und wenn man das ganz einfach machen will, ignoriert man das Initial. Also wenn ihr das, ja, startet zuerst der Managementknoten, dem wird die Config-File mitgegeben. Wir sehen gleich, wie die Config-File aussieht. Und danach starten die beiden Datenknoten, wir haben Number of Requests 2. Man kann auch 1 nehmen, wenn ihr wollt, kein Problem. Man kann auch das Schreiben auf Festplatte ausschalten. Diskless und NDB Log Table kann man auch auf 0 setzen, dann kriegt man das weg. Also wenn ihr zum Beispiel wirklich nur wissen wollt, wer gerade online ist und euch ist das egal, ob man nach dem Recovery da ist, Leute können sich neu anmelden, das kriegt ihr schon hin. Also ich kann nur so einen kleinen Aspekt davon mal vorstellen. Und bei den Datenknoten brauche ich ja nur zu sagen, Host 1, wo mein Managementknoten ist. Wenn ich mit dem verbunden habe, kriege ich von dem auch meine Konfiguration. Ich kriege von dem, welches Number of Replicas ich habe. Ich kriege von dem, kriege ich auch gesagt, wie hoch mein Index, großer Index-Memory ist. Und der MySQL-Daemon hat natürlich seine eigene Config-File. Der muss sich nur mit dem verbinden, um zu wissen, wo sind eigentlich meine Datenknoten, auf die ich zugreifen will. Und was jetzt kommt noch eine Sache, die extrem doof ist, das Initial, ja, ist doch richtig, oder? Egal. Ist irritierend. Wenn ich nur einen Managementknoten habe und ich ändere eine Konfiguration, ist es so, dass der Management, also machen alle Managementknoten, aber wenn ich nur einen habe, deswegen ist es nicht, die werden sich binär gespeichert im Filesystem. Das heißt, wenn ich nochmal starten würde, auch mit der Option, würde er nicht mehr die Config-Datei auslesen, weil er sieht, dass da eine binäre Repräsentation der Konfiguration da ist. Das heißt, mit Initial, bei 2 mit Reload, sage ich ihm, lest nochmal die Config-File neu ein und schreibst sie binär nochmal weg. Dasselbe Initial aber bei NDB sagt beim ersten Mal, also generell, lösche und kreiere dir quasi dein Filesystem. Die Daten werden dort auf eine gewisse Art und Weise kreiert. Das heißt, wenn man hier hingeht und sagt, ich möchte die Config-Datei neu einlesen, dasselbe Initial wird dafür sorgen, dass die Datenknoten ihre Daten löschen. Muss man wissen. Ich will es ja nur gesagt haben. Das funktioniert aber auch, wenn nur einen. Nein. Oder auch mehr Pfeile löschen. Ja, gut. Fuchs. So sieht eine Config-Ini aus. Ja klar, jetzt kommen die Linux-Hacks dahinter. Was wir oben sehen, ist relativ simpel. Management-Daemon, wir sagen, welcher Hostname das ist. Node-ID muss man nicht angeben, ich mache es mir ganz gerne. Dann kommt die Default-Konfiguration für NDB. In dem Fall haben wir ein Number of Replicas. Wir sagen, wo die Daten gespeichert werden sollen. Und wie es Index-Memory ist. Und jetzt werden einfach nichts weiter als die anderen Teilnehmer des Clusters definiert. Bin ich gut in der Zeit? Nein. Bis wann muss ich fertig sein? Okay.
Schaut euch das auf den Slides an, so wird es aussehen, wenn ihr was ändert. Nee, also wenn ihr eine Konfiguration ändert, da sind noch ein paar Sachen drin, was man hier ändern kann. Diese PV-Checkpoints, das ist so hoch 2, das ändert sich ganz schön. Wenn ihr irgendeine Konfiguration ändert, es wird hier reingeschrieben. Vergesst das dann, also ich habe es Ihnen reingeschrieben. Eine andere Möglichkeit, ich will gleich darauf kurz kommen, eine andere Möglichkeit der Konfiguration ist, ich kann natürlich immer Connection String mit angeben, aber ich kann auch die MyConfig ändern. Ich kann MyConfig, muss ich dem MySQL-Server so oder so sagen, mit NDB Cluster, hallo, aktiviere die Engine. Kann sein, dass es per Default aktiviert ist, das habe ich jetzt nicht im Kopf. Und was MySQL, der MySQL-Dienst braucht in der MyConfig eigentlich zwei Einträge. NDB Cluster und ein Connection String. Also ich kann Connection String hier in den Container schreiben oder ich kann es als Default für alle Binaries benutzen, die zum Cluster gehören. NDB, Management-Knoten, obwohl der brauchst gar nicht, nee, NDB und MySQL-DIM. Was ich noch habe, was ich ganz wichtig finde, ist ein NDB-Cluster-Connection-Pool. Es lohnt sich meistens, wenn man einen relativ guten Rechner hat, den MySQL-Daemon zu sagen, baue mehrere Verbindungen auf zum Cluster. Man muss dann für jede Verbindung hier noch einen Eintrag erstellen, weil jede Verbindung ist ein eigener Zugriff. Okay, da haben wir das. Ja, 5 Slides, das schaffen wir. Jetzt haben wir ein Riesenproblem. Wir haben ja vorhin erfahren, diese ganzen blöden Fixed Arrays und wir kommen immer an Limits und das Ding soll auch hoch verfügbar sein, aber die ganze Zeit ist es nicht verfügbar, weil wir irgendwie wieder was reißen. Also, und der Service soll auch HA sein, das ist natürlich jetzt hier falsch, weil mit dem Service beschäftige ich mich jetzt erstmal sekundär, die Daten sollen HA sein. Aber auch bei Upgrades, wenn ich einen Surfer, also wenn ich die Binaries upgraden will, will ich ja nicht eine Downtime dafür haben. Am liebsten will ich auch die Binaries updaten und dafür sorgen, dass immer alles verfügbar ist. Und das, was das alles macht, Magic, Rolling Restart. Rolling Restart, ich werde nicht in den letzten Minuten noch was wechseln. Bin ich morgen auch hier mit dem Headset? Ja, ne? Ja, danke. Ich habe es ja schematisch gemacht, ein Rolling Restart ist ganz süß. Wir haben gesagt, wenn wir was ändern wollen, deswegen die Slides formen, wir müssen in der Config was ändern. Da werden die neuen Konfigurationen reingemacht. Das erste, was gemacht wird, ist, den Management-Knoten neu zu starten. Schön warten, bis er oben ist, am besten mit Management-Client, also mit Management-Client, mit dem connecten. Und was ihr dann machen könnt, ist, und das gilt aber auch für neue Software, egal wo, das ist dasselbe Prinzip. Den einen Knoten, das ist hoch verfügbar. Restarten, warten, bis er wieder oben ist. Dann den zweiten starten. Und danach natürlich die MySQL-Server, weil sie dann zum Beispiel auch so Sachen machen könnt, wie neue Knoten dazufügen. Also wenn der Speicher nicht mehr reicht, dann sagt er, okay, neue Node Group, ich habe 2 Rechner. Ich mache hier vielleicht noch, ich mache noch 2 weitere Einträge für die beiden neuen Rechner, ein Restart, dann sind die da, es kommt gleich noch, was ich noch machen muss. Dann habe ich quasi neue Config, ich habe neue Rechner, ich habe die neue Software und wenn ich oben noch eine halbwegs vernünftige Hochverfügbarkeitslösung für die MySQL-Knoten habe, habe ich keine Downtime gehabt. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal. Kann Galera-Cluster auch, gibt es morgen einen Vortrag dazu. Also wie gesagt, was schöne Sachen, die man ganz gut hinkriegt mit NDB sind Rolling Restarts, Sachen wie, was jetzt auch mit NDB teilweise geht, aber ein Add-Index, ein Drop-Index, Columns dazu zu machen, geht auch online. Und klassischerweise war das immer ein Table-Log, wo die ganze Tabelle kopiert wurde. Es gibt ein Online-Backup, man kann so eine Sache natürlich mit MySQL-Dump kopieren, ab einer gewissen Größe macht es keinen Spaß, man kann es auch quasi mit Start-Backup im Management-Knoten kopieren, da schreibt jeder seine lokalen Daten auf Festplatte. Das Start-Backup vom MySQL-Cluster speichert aber nicht die Daten vom MySQL selbst. Das heißt, Schema, sowas muss man separat machen. Wir hatten ja vorhin gesagt, wenn wir neue Knoten dazu haben, dann fährt das Ding hoch. Wenn noch dazu kommt, starte ich mal kurz mit dem Mini-Cluster. Dann müsst ihr noch sagen, erstelle eine neue Node-Group, weil es fahren nur 2 neue Rechner hoch, keine Node-Group, die kann ich also dann noch erstellen und reorganize partition kann ich dafür sorgen, dass die Daten auf die ganzen Node-Groups verteilt werden. Software-Upgrade haben wir schon erzählt, Software-Upgrade geht mit Rolling Restart. Was wir nicht gemacht haben, ist
Tablespace, Diskspace heißt das, also uns mit den Daten auf Festplatte zu beschäftigen. Wir haben uns nicht damit beschäftigt, wie ich quasi ein Cluster mit dem anderen replizieren kann, so eine Two-Failover-Channel-Lösung, die ziemlich broken ist. Die Memcached-API oder ModNDB, die Möglichkeit quasi Key-Value-mäßig direkt darauf zugreifen, aus dem Apache haben wir ignoriert und viele andere Sachen bestimmt auch noch, vielleicht könnt ihr noch was dazu sagen. Und dann bin ich eigentlich beim Ende und will jetzt eigentlich die Frage an euch stellen, was ihr meint, wofür so eine Lösung gut ist, wofür es vielleicht einsetzt. Also dass wir mal kurz einen Austausch machen und dann könnt ihr noch ein Mini-Cluster mal schnell starten und gucken, wie es so ein bisschen sich anfühlt. Benutzt das jemand? JMS. Nachrichten aus dem klassischen Cluster. Hi. Hallo. Ich bin Serkan, und du? JMS, Nachrichten aus einem Glassfish-Cluster sollen dort halt eben relativ viel reingepumpt werden können. Also an der Stelle halt einfach auch massive parallele Inserts. Und es funktioniert? Noch nicht, nee. Oh, schade. Also, so einfach wie du jetzt auch die Installation von wegen, okay, start das, start dies, start jenes, da gibt es schon den einen oder anderen Fallstrick. Also gar nicht mal. Cool. Echt, meinst du? Nee, es kann ja sein. Also, ja, weiter? Ja, was weiter? Achso, wenn auch jemand, sorry, mein Fehler jetzt. Ich wollte gerade schnell was vorstellen. Hört uns? Noch jemand? Irgendwas erzählen? Ja, ich habe mir gedacht, der Klassiker ist irgendwie Session-DBs oder so, oder ist das kurz, glaube ich, häufig angesetzt. Das wollten wir vor Jahren machen, hat es aber auch nicht funktioniert. Zumindest nicht in der Art. Aber wenn ihr es einsetzt, mit dem Support? Ohne. Okay. Das ist ein Riesenproblem. Also MySQL ist ja so ein GPL-Zeug, ich liebe das ja. Mein Problem ist nur, wenn man für MySQL-Server Support haben will, hat man Monty Program, hat man Percona, ist alles super. Beim Cluster muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bezweifle, dass es jemand anderes als Oracle hinkriegt, weil die Entwickler hocken bei Oracle. Das ist eine Sache, warum ich da so ein bisschen... Ist der eine. Das ist der... ja, die kooperieren jetzt mit... Sind sie auf jeden Fall schon auch gut. Ja, okay. Die kooperieren mit so einem SkySQL. Jemand noch irgendwas erzählen, fragen oder ob er meint, dass das irgendwie nutzt? Interessieren, dass die nur nutzen und nicht bei ESA? Wir haben einen Spooler im Einsatz bei uns, oh! Warum? Und das Problem ist halt, dass wir Probleme mit unserem Update haben, weil wir jetzt nicht über den Weg fahren. Ja. Also der Cluster nutzt auch MyESAM, also MyESAM klassischerweise sind das, also ist auch ganz wichtig, die User, die ihr habt, pro Knoten sind lokal pro Knoten. Und klassischerweise funktioniert das Privilegiensystem noch immer auf MyESAM. Für ein Cluster gibt es jetzt die Möglichkeit, das auf NDB runter zu pushen, die arbeiten da mit Prozeduren. Vielleicht kann man da was abgucken. Aber im Prinzip ist das noch immer nicht darauf ausgelegt, in eine DB reinzukommen, weil da extrem viel dreckiges Zeug ist. Aber wenn es gut ist, muss ich euch nachher mal fragen, weil ich das nicht verstehe, was das soll, warum da so viel Geld für irgendwas bezahlt wird. Ich bin also neugierig. Ich sehe immer nur, benutzt es und ich weiß nie warum. Du hast noch was? Ja, du hast recht viele Negativbeispiele gebracht, von wegen, okay, normale InnoDB versus MySQL Cluster. Und die InnoDB hat immer besser abgeschnitten. Mir ja. Positivbeispiele gefehlt. Die Positivbeispiele sind die Parallelität. Also gerade so Sachen wie massiv parallel reinschreiben. Ja, einfach nur im nächsten Vortrag schreibt dort einfach mal mit Zahlenwerten. Das habe ich nicht getestet. Also parallelen Cluster zu testen, da hat mein Workaround, stimmt, auf jeden Fall richtig, hat nicht geklappt, weil Single-Threaded-Sachen kannst du gut machen. Ich habe unten, ich habe meinen Desktop dafür vier Rechner gehabt und kannst nicht mit vier Rechnern ein Cluster wirklich saturieren. Also das war ganz wichtig, also das, also wirklich das aus, also ein Cluster an die Grenzen zu bringen, brauchst du eine Menge Frontends. Das ist auch der Vorteil davon, aber stimmt, ja. Was ich mir noch vorstellen könnte, vielleicht so Datenbanken mit großen Datenmengen, die mehrere Daten oder so wie Bilddatenbanken, wo ich die Bilder auch in der Datenbank haben will. Nein. Den Cluster schaffe ich natürlich einen hohen Durchsatz, ja.
und da kommt es mal auf die Latenz, dass das irgendwie das Bild 2 Millisekunden braucht, bevor es anfängt, kommt es eigentlich nicht drauf an, oder? Ja, jetzt hast du das Problem, dass Blobs irgendwie im Cluster extrem, also Blobs und Text extrem ungünstig gespeichert werden. Überhaupt unterstützt in der NDB? Ja. Ja, die Sache ist nur, die werden mehrmals quasi fragmentiert. Also das verteilt sich quasi überall. Können wir noch, aber die werden auf jeden Fall unterstützt. Und die werden quasi in so Fragmente zerteilt, dann nochmal in Fragmente zerteilt. Und du hast immer, wenn du auf den Blob zugreifst, einen Log drauf, was du sonst nicht hast. Also das schmeißt auch deine Concurrency in die Hose. Also wird wahrscheinlich PBMS nehmen. Soll ich noch kurz einen Start zeigen oder? Ja. Der NDB, der Managementknoten ist der erste, der gestartet wird. Linux Container, ihr müsst mit Linux Container arbeiten, alles andere ist doof. Was? Kenn ich nicht. Erstmal ganz plump, ich habe das jetzt, hier ist die etc. Hier ist die MySQL, hier haben wir die Config-Any. Und weil ich das hier in der Config-Any, ist wurscht, eben drin habe, kann ich den Management-Demon einfach so starten. Ja, ich lief schon mal, ist wurscht, das ist relativ einfach. Wenn ich mich mit dem verbinde, mache ich ein Show. Was ich dann eben rauskriege ist, der Management-Knoten ist da. Hier sehen wir quasi seine Konfiguration. Er sagt, ich akzeptiere 2 Datenknoten, die dürfen von dort und dort zutreffen, wie in der Config-Init drin. Und ich habe hier einen API-Knoten konfiguriert. Der darf da auch zugreifen, ist aber noch keiner oben. Und was jetzt gemacht wird ist, NDBD 01. Sind die gleich? Ja, beide schon. Okay. Ich habe die Hosts jetzt nicht gesetzt. NDBD 02. So, er ist in Root. Ich habe jetzt hier keinen. Ich muss jetzt den Connection String nicht angeben, weil ich das über die MyConfig include. Also ich habe da include drin, dann sind die ganzen Sachen drin, MBD, genau, NDBD. Und obwohl das so klein ist, seht ihr hier oben ein Starting. Es dauert relativ lange, bis so ein komisches Ding gestartet ist. Ist auch ganz wichtig, wenn ein Rolling V-Start macht, wenn der eine Rechner runtergeht, versucht er vom Videolog des anderen Rechners die Daten rüberzuholen. Was ist, wenn was schiefläuft? Was ist, wenn ihr riesige Datenmengen habt? Was ist, wenn ihr quasi euer Global Checkpoint Identifier, wenn ihr keinen mehr findet? Also wenn ich mir die Videologs vom anderen Server nachholen muss und die ganzen Daten und ihr habt hunderte von Gigabyte von Daten. Das wird auch nicht klappen. Da ist der Server unten, der Cluster. Das ist ein Nachteil. Jetzt müsste es aber connected sein. Ah, hier steht unten auch Started. So, die sind oben. Und jetzt machen wir noch ein LXC Start-N, Management API. MySQL. Ein bisschen im Vordergrund starten, ist aber wurscht. Was ihr relativ schnell seht, ist eben ein paar schöne NDB-Einträge. Global Checkpoint Identifier schaut danach, wo er ist. Das muss ich normalerweise einen neuen machen. LXDLS. LXD-Konsole. API brauche ich. So. Ich glaube, hier habe ich ein NDB-Info, habe ich auch ignoriert. Oh. Gut. Create Table Test
ja, Test in Test, einfach nur A, ID A, Primary Key. Auch ganz wichtig wie bei InnoDB, gibt den Primary Key, weil sonst gibt euch InnoDB Cluster und Primary Key macht keinen Spaß. Und das ist eigentlich die ganze Magie. Wenn ich, was ich da sage am Ende, was habe ich denn falsch gemacht? Int, genau. Ja. Nee, ich habe, ja, hast recht, auf jeden Fall. So. Jetzt ist das Ding, sind die Daten im Cluster. Also. Status. Oh, Latin One. Also, das sind ja oben, es ist ein Cluster drin. Das heißt, ab jetzt, wenn wir mit Daten arbeiten, müssten wir eigentlich. Soll ich das jetzt echt vorführen? Wie ist das Ding? Ah, wahllos 1, ist ja wurscht. Müsste man eigentlich jetzt auch wunderschön hingehen können. Und hier minus 9. Erstmal den Angel-Prozess abhauen. Und den abhauen. Jetzt gehen wir hier hin. Dann sagt er, das Ding ist unten. Wir haben noch eine Node Group übrig. Mal gucken, ob das jetzt klappt. Oder ob ich sage, das liegt am Design. Das ist eigentlich alles nicht meine Schuld. Select. Hat sogar geklappt, Glück gehabt. Das kann das ab. Im Prinzip habe ich eine Split-Brain-Situation, weil wir nur zwei Datenknoten haben. Aber der hat gesagt, ich habe nicht die Majority. Jetzt gehe ich an den Management-Knoten. Weil ich ihn auch sehen kann, gehöre ich auf jeden Fall zu denen, der die Mehrheit hat. Das heißt, ich muss nicht runterfahren. So funktioniert es im Prinzip. Sorry, ich musste so ein bisschen drücken. Wichtige Sachen. Ich muss mehr Tests machen. Also ich benutze NDB Cluster, ist nicht die Sache. Ich will nur darauf hinweisen, hat einen sehr reduzierten Workload. Macht aber Spaß. Und ja, und morgen werde ich was zu ExtraDB Cluster erzählen, was im Prinzip Vor- und Nachteile hat. Also es hat eine andere Form von Skalierung. Es skaliert nur auf einen Rechner. Nicht wie NDB, auf mehrere Zahlen von Node Groups. Aber wir werden da viele Sachen wiedererkennen, also sowas wie Rolling Restart, Limitierung werden wir wiedererkennen. Also was ich jetzt nicht besprochen habe, ist beim NDB Cluster, ist es so, wenn ich ein Log Tables mache, sind Log Tables immer lokal. Also man sollte nicht auf die Idee kommen und sagen, ich mache ein Log Tables, aber ist das Cluster weit gelockt? Geht nicht. Bei ExtraDB Cluster genauso. Also wir werden sehr viele Parallelen entdecken, was wahrscheinlich so ein Cluster zu tun hat. So, habe ich lange überzogen? Gar nicht überzogen. Gar nichts. Bis wann hätte ich denn Zeit gehabt? Ja, dann, ja, nee, sorry. Du hast nicht von gesagt 14 Minuten? Hast du mich verarscht? Wird das aufgenommen jetzt? Ja. Okay, sorry. Dann hätte ich jetzt langsam. Okay. Ja, dann haben wir noch ein bisschen. Mehr Fragen? Für was setzt du es ein? Wir haben das für so ein VoIP-System. Also Billing über VoIP. Die Sache ist nur, deswegen kam ich auf Galera, ich arbeite gerade dabei, das abzulösen, weil wir das im Support haben. Und Cluster im Support ist sehr teuer, weil du auch die API-Knoten bezahlst, nicht die API, die MySQL-Demons als APIs bezahlen musst. Aber sonst ist Funz. Die Sache ist nur, wenn man ein Upgrade macht und dann gibt es einen Dienstleister weiter, der sich mit MySQL-Cluster nicht auskennt, ist es doof. Das Problem bei MySQL-Cluster ist, deswegen kennt euch damit aus, es gibt sehr wenige, die sich damit auskennen. Das ist ein Vorteil, ist aber auch ein Nachteil. Zum Geld verdienen ist es ein Vorteil. Wenn man aber quasi etwas aufbauen will und das nicht alleine machen will, ist es ein Nachteil. Weil, wird behaupten, ich weiß nicht, ich kenne kaum Leute, jetzt wahrscheinlich dich, die sich mit Cluster beschäftigen, MySQL-Cluster. Postgres-Typen ja eh nicht. Wobei es eigentlich echt gut dokumentiert ist, auch seitens Oracle. Ja. Nee, aber ich muss zugeben, ich komme mit den Fehler. Also wenn ich nicht im Chat wäre, würde ich viele Sachen nicht kapieren. Ich muss immer lauter Sachen fragen. Also es fehlt auch der Erfahrungsaustausch. Es gibt keine Community, ist einfach scheiße. Aber du hast ja vorhin gesagt, die Blocks fragmentieren über die Nodes. Nicht über die Nodes, die werden lokal nochmal weggespeichert. Das kann ich jetzt nicht hundertprozentig sagen. So ein Hartmut mal fragen. Wir können jetzt kurz im Chat gehen und fragen, wie es genau funktioniert. Dass die eine Node wegbricht und die Blocks
Nein, nein, ist alles redundant. Es geht nur darum, dass das ist so ein bisschen im Prinzip wie InnoDB, der speichert sich jetzt in der neuesten Version die ersten 20 Bytes und der Rest wird dann verteilt. Das muss der Forscher im Cluster so. Es wird mehrmals verteilt. Also es wird fragmentiert verteilt und wenn du es dann wieder anfragst, werden die Daten wieder zusammengeholt. Und für den Moment hast du einen Read-Log, sonst hast du keinen Read-Log. Und das kann natürlich dann, wenn du dann wieder was, also jetzt weiß ich nicht, wie das da im Gap-Blocking dort ist, haben sie dort wahrscheinlich gar nicht. Aber es soll auf die Performance auf jeden Fall gehen. Ja, weiß ich nicht, aber trotzdem sollten wir es besser beantworten. Ja, doch. Aber müsste ich erst was zusammenreiben, was vielleicht nicht so ganz sicher wäre. Ihr dürft auch dumme Fragen stellen, ich habe einen dummen Vortrag gehalten, das passt schon. Gar nicht. Das war sehr gut. Danke. Aber das wollte ich jetzt nicht hören. Ich wollte, dass die Leute Fragen stellen. Wie macht das Postgres? Ja. Besser. Das ist Postgres-Metrie, ja, die Kombination. Ja? Was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass MySQL-Cluster so mit das Ende aller Tage ist, wenn es um vielleicht die Kubernetes-Cores geht. Das, was bei MySQL-Cluster meines Wissens nach ein bisschen als Unique-Feature ist, dass man immer ein SQL-Content bekommt. Wenn man das SQL-Content nicht zwingend braucht, gibt es keine persönlichen, wenn man auf die 10 treten, deutlich bessere Produkte heutzutage, die verlässlicher funktionieren, prima zu maintainen sind und aktivere Community haben. Also aber klassische NoSQL-Lösung dann, ne? Klassische NoSQL-Lösung dann. Ja, also MongoDB hat Replikationsfeatures dabei, Maria ist ein sehr starker Vertreter, wo sie... Aber MongoDB ist ein ganz anderer, also wieso jetzt MongoDB? Hast du gerade MongoDB gesagt? Ja, also ist ja auch so Key-Value und... Nö, nee, ist nur Document Store. So, das höre ich jetzt hier nicht, aber ganz was du erwähnt hast, also klassischerweise hat man ja, das ist eigentlich ein Key-Value-Store gewesen oder ist einer. Und was man gemacht hat, ist, man hat quasi MySQL was dran gepflanscht, dass man die SQL-Befehle übersetzt in API-Calls. Wo jetzt Oracle ganz weit dahinter ist, ist jetzt, und man kann das gut halten oder auch nicht, ist andere Interfaces zu machen. Also Memcached ist jetzt, wird es groß gehypt, bedeutet, man kann über Memcached-Protokoll auf ein Cluster zugreifen, hat die Daten dann immer hoch verfügbar. Gibt es auch für InnoDB ab der 5.6. Also man kann auf die Datenbank auch ein Key-Value mit Memcached-Protokoll zugreifen. Das ist so ein Versuch, Memcached ist gerade so gehypt und man will da eben auch dabei sein. Man kann sich da streiten, es gibt für MariaDB Händler-Socket, hat dieselbe Idee, ist ein anderes Protokoll, hat aber den Vorteil, dass ich keine Tabellen habe, die Memcached-like sein müssen, sondern ich kann über Händler-Socket auf die Tabellen zugreifen, wo auch meine Daten sind. Also ich muss nicht irgendwie eine eigene Tabelle machen, eine Memcached-Tabelle, sondern ich kann über Händler-Socket quasi an MySQL-Layer vorbei, also an diesem ganzen Parser vorbei, auf die eigentlichen Tabellen zugreifen. Aber das ist ein anderer Vortrag. Aber da passiert viel. Also es wird auch noch in der nächsten Version eine Menge, ich darf es leider nicht sagen, also es wird noch eine Menge Erweiterungen geben für Cluster, die eine Menge von den Limitierungen, die gerade da sind, aufheben lassen. Also da passiert sehr viel und es wird auf jeden Fall besser. Tschüss.